Kataloniens Separatenführer Carles Puigdemont verlässt nach einem kurzen Aufenthalt in Barcelona erneut Spanien und begibt sich wieder nach Belgien. Trotz seines bestehenden Haftbefehls plant Puigdemont, seine politische Arbeit weiterhin von Waterloo aus fortzusetzen. Der Generalsekretär seiner Partei, Jordi Turull, bestätigt, dass Puigdemont bereits seit Dienstagabend in Barcelona gewesen ist. Die katalanische Polizei bereitet eine Erklärung zur gescheiterten Festnahme vor, während Puigdemonts Anwalt Gonzalo Boyer betont, sein Mandant befindet sich bereits wieder außerhalb Spaniens. Puigdemont lebt seit seiner Flucht im Jahr 2017 überwiegend in Belgien. Vor kurzem hielt er sich auch in Südfrankreich auf. Während die spanische Polizei weiter nach ihm fahndet, erklärt der Vorsitzende der separatistischen Bürgerbewegung ANC, Luis Lach, dass Puigdemont gesund, sicher und frei sei. Puigdemonts Rückkehr nach Barcelona und sein anschließendes Verschwinden bewertet sein Anwalt als normalen Arbeitsalltag und stellt klar, dass sich Puigdemont niemals stellen werde. Trotz der Amnestie für die Separatisten bleibt der Haftbefehl gegen Puigdemont bestehen, da ihm persönliche Bereicherung vorgeworfen wird. Der Ermittlungsrichter Pablo Larena fordert nun eine Klärung der katalanischen Polizei und Regierung über das Entkommen von Puigdemont. Die Situation belastet die Stabilität der Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez, da Puigdemonts Partei Junts als entscheidend für die Mehrheitsbildung im Parlament gilt. Turull betont, dass sich die Lage in Katalonien stark verändert habe und ein enger Entscheidungsspielraum für die Unterstützung der Regierung bestehe, falls Madrid nicht entschlossen das Amnestiegesetz durchsetze.